So, hallo, ich begrüße euch zu einem neuen Let's Play, von dem wir natürlich schon ein bisschen was gesehen haben, da wir die Demo von WarioWare Get It Together gespielt haben. Jetzt aber spielen wir, ich habe meine Kopfhörer noch nicht auf, einen Moment, ich muss was hören, Lul. Jetzt aber spielen wir die Vollversion. Ich weiß nicht, wie lang das Ganze ist. Es ist bei WarioWare meistens so, dass wenn man sozusagen den, ich nenne es jetzt mal Storyteil durch hat, dass dann erst das Spiel sich so richtig entfaltet. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass es hier ähnlich sein wird. Aber wie gesagt, ich weiß es nicht. Und entsprechend, Moment, ich muss hier noch ganz kurz. So, zack. Okay. Aber ich denke mal, dass wir schon. Hallo, Spiel? Ja, ich möchte die Demo beenden und die Vollversion starten. Vielen Dank. Aber ich denke mal schon, dass es hier auch so sein wird, dass wenn man sozusagen das Spiel durch hat, in Anführungszeichen, dass dann erst alles Mögliche, ja, dass sich es dann erst so richtig entfaltet. Mit Challenges und hast du nicht gesehen, was alles. So, jetzt habe ich Kopfhörer auf. Und, also die kleinen In-Ear-Dinger vom Fernsehen. Ist das das gleich wie in der Demo? Ja, das sieht wie aus wie in der Demo. Aber wir gucken es uns nochmal an, weil es dazu gehört, finde ich. Ach ja, die deutsche Synchro. Ist es fertig? Das war harte Arbeit. Jo, lass mal sehen, schnell. Unten steht dann, sperrt mal die Glubschis auf und das sagt er gar nicht. Wario redet einfach nicht. Ich glaube, ich spinne. Gut, Wario ist wie Mario, der redet halt nicht. Ja, okay, das ergibt Sinn. Können alle nicht reden. Ups. Special Effects. Ja, das war tatsächlich genau das gleiche wie bei der Demo auch. Okay. Und auch am Anfang kann ich nur die Story auswählen. Alles klar. Dann werden wir das doch direkt tun. Den Anfang kennen wir ja schon. Ich weiß nur nicht, ob jetzt vielleicht irgendwelche Cutscenes dazu. Okay, ja, es sieht schon anders aus. Es sieht gänzlich anders. Ah, es gibt so eine Art Weltkarte. Okay. Alles klar. Aufwärmrunde. Ja, dann let's go. Ich bin gespannt. Wie gesagt, so ein paar Minispiele kennen wir natürlich jetzt auch schon. Ich meine, die meisten von euch werden die Demo-Version gesehen haben. Hä? Warum fühle ich mich leicht wie eine Schmeißfliege? Wow, ich schwebe hier in der Luft. Ist das so, weil ich im Spiel drin bin? Ach, egal, Hauptsache ich fliege. Habe ich denn damals schon vorgelesen? Ich glaube ja. Dieser Macher von Videospielen steht auf Schätze, Geld und Knoblauch. Was kann da schon schiefgehen? Ja, das kennen wir jetzt tatsächlich schon. Kriege ich wieder. Ja, aber wahrscheinlich kommt auch wieder. Ja, okay, das Tutorial muss man jetzt auch wieder spielen. Kann ich das überspringen, weil ich es schon kenne? Gibt es irgendeinen Knopf? Nein, okay. Gut, dann spielen wir das Tutorial nochmal bei jedem Charakter. Gar kein Problem. So, Abflug. Aufwärmrunde. Ah, das ist doch der Level, den ich zusammengeschustert habe. Hä? Ah? Dieses Ding hat hier alles futsch gemacht. Ups, so geht doch mein ganzer schöner Level drauf. Gar halt! Genauso würde Wario reden, ja. Okay.
Er kann ja doch reden. Was ist denn hier los? Okay. Hat irgendjemand diese Cutscene gerade verstanden? Ah, da muss ich hin. Objekt entfernen. Okay. Solange man natürlich alle Minigames noch nicht kennt, wird es nochmal dauern, alles... Ja, okay, das kennen wir schon. Sehr schön. Ja, bei manchen Minigames, ne, wenn ich sie noch nicht kenne, ist klar, muss ich erst rausfinden. Okay, das wissen wir auch schon, wie das geht. Und da ist schon er dabei, jawohl. Herr Wario, da bist du ja. Er ist ein fleißiger Kampfsportschützling von Master Mantis mit einer großen Vorliebe für Teigtaschen. Jetzt kriegen wir auch ihr wieder. Ja, alles klar. Ja, lass mich weiter. Ist okay. Kennen wir alles schon. Ja, lass mich einfach spielen. Dankeschön. So. Tschüss. Er ist auch gleich am Start. Okay. Check das mal, ich habe meine Disc auf dem Kopf. Die kann ich werfen, so oft ich will. Ich muss mich nicht mal vom Fleck rühren. Ja, auch das kennen wir im Prinzip schon. Ja, kennen wir schon. Weiter. So. So, also mit ihm kann man nicht laufen, der bleibt immer da wo er ist und kann sich nur hin und her hangeln. Alles klar, abwechseln und doch vereint werden wir diesem Feind die Stirn bieten. Es geht los. Okay. Ah, einfach alle anspringen, okay. Merken. Was? Drehen. Ah, ja. Oh, das ist das Komische, aber ich weiß es diesmal. Nein, der da. Okay. Diesmal weiß ich, wie es geht. Ach so, der muss weg. Okay, die Kugel muss weg. I see. Sack leeren. Okay, dann muss ich wahrscheinlich öfter dagegen. Das hat nicht hingehauen. Okay, jetzt gibt es auch wieder Bosskämpfe. Das gab es in der Demo noch nicht. Ja, das ist dann immer ein ganz spezieller Kampf. Das gibt es dann sozusagen nur in dieser Situation. Und wenn der Boss besiegt ist, dann ist meistens der Story-Modus erstmal... Shit. Dann ist meistens der Story-Modus an der Stelle erstmal vorbei. Und dann geht's weiter. Na, aber wenn man dann nämlich später alles durch hat, dann ist es halt so, dass man das durchaus immer weiterspielen kann. Bis man halt so seinen Rekord hat und sowas. Und dass dann auch Challenges dabei sind. Okay. Okay. Ah, noch eine Stufe. Ah, der ist noch gar nicht. Nein, ich hab... Oh... Damit habe ich nicht gerechnet. Okay. Ich habe keine Münzen zum Weitermachen, also schätze ich, ich muss von vorn beginnen. Ach nee, ich kann weitermachen. Okay, never mind. Ah, ich kann nochmal. Okay. Ist am Anfang noch freundlich, das Spiel. Null. Na, das ist jetzt auch nur für Wario, dieser Boss. Den könnten die anderen jetzt zum Beispiel kaum sinnvoll spielen. Glaube ich. Aber vielleicht auch schon. Wir werden sehen, ob der mal bei den anderen auch kommt. So, jetzt weiß ich, da kommen erst die Stacheln raus. Jetzt kann ich ran. Okay.
Tschüss. So, das war's jetzt aber. Jawohl. Und jetzt dürfte an der Stelle diese Stage sozusagen auch erstmal zu Ende sein. Ah, mach die Biege. Oh, diese komischen Flecken verschwinden. Das war ja ein Spielbug. Sowas hat in unserem Spiel nichts zu suchen. Ich verstehe. Ich verstehe. Dann wird wohl alles wieder normal, wenn wir nur alle Bugs beseitigen. Der Text war ganz schön langsam. Okay, los geht's. Machen wir die Dinger platt. Okay. Als Belohnung für den Abschluss des Levels erhältst du 1000 Münzen. Ah, und jetzt? Im Hauptmenü wurde die Variopedia freigeschaltet. Im Hauptmenü wurden Missionen freigeschaltet. Im Hauptmenü wurden Charaktere freigeschaltet. Okay, jetzt kann ich da also weiter nach oben. Gut, ich denke, wir machen erstmal storytechnisch alles, weil ich glaube, dass die Story nicht allzu lang sein wird. Und man halt Stück für Stück, also man schaltet halt immer mehr frei, je mehr man an der Story spielt. Deswegen würde ich erstmal Story machen und dann schauen wir mal, ne? Deswegen gehen wir doch gleich in den nächsten Abschnitt rein. Ah, sieht ja übel aus. Diese vermaledeiten Bugs. Hallo, Wario, bist du das? Ah, mein Scooter will einfach nicht anhalten. Ja, das wissen wir auch schon. Haustiere, Schule und Arbeit füllen den Alltag des Teenagers. Mona ist großer Wario-Fan. Warum nur? Genau. Also, auch diesen Demo-Stage kennen wir schon. Plopp. Und ab dafür. Alles klar. Alles klar. Weiter geht's. Mona, Alltag. Wie schrecklich. Wie schrecklich. Mein Level ist kaputt. Waren das diese Spielbugs? Sowas geht ja mal gar nicht. Ah, jetzt kann ich die drei auswählen, mit denen ich spiele. Und sie ist aber Pflicht dabei. Dann nehmen wir Wario und 9 Volt. Da bin ich. Zack. Jetzt kommt wieder eine Story. Jawohl, alles klar. Tschüss, schön brav sein. Ich freue mich ja jetzt schon auf die Story mit den Ninjas. Die sind immer cool. Auch die Musik bei den Ninjas ist immer cool. Ich habe den Namen vergessen. Okay. Diesmal ist es der Schrank. Ach so. Ah, verstanden. Nein, andersrum. Okay, nein, andersrum. Ja, genau so. Eieiei. Nicht erwischen lassen. Okay. Ach so, von dem Staubsauger oder was? Ach nee, der Staubsauger darf das Ding nicht. Nee, es war richtig, okay. Also den Staub darf er einsaugen.
raus da aus dem Müll. Wie auch immer sie da reingekommen ist. Jawohl, Zahnpasta, lecker, lecker. Ich bin dabei. Klingeln. Hallo, hallo, hallo. Sturmklingeln vor allem. Urstellen. Auf was? Ach da, wie es da steht. Bereit. Jetzt wird's flotter. Hahn aufdrehen. Okay, so rum, so rum, so rum. Ah! Okay, es hat sogar gepasst, okay. Schaum abwaschen. Jawohl. Verstopfen. In die Nase. Okay. Das war ein bisschen. Aufräumen. Uff. Wiegen. Ah, hin und her wahrscheinlich, ne? Okay, Na und jetzt sind schon mehr Stages, bis man beim Boss ankommt. Ach, hoch... ich hätte nach oben gemusst wahrscheinlich damit. Aber wie gesagt, beim ersten Mal weiß man die meisten eben Minigames nicht und dann muss man erstmal drauf kommen, wie das geht. Nice. Boss, da ist er mal angekommen. Okay, 3 Leben haben wir zur Verfügung. 2-mal darf es schief gehen. So, was muss sie tun? What? What? Fertig packen. What? Es fehlt die Kanne. Hä? Ah, okay. Ach, da oben läuft die Zeit ab. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Kanne, ne Quatsch, Dose, Rucksack, Schuhe sind drin. Da fehlt schon wieder die Kanne. Hä? Geh halt, nein! Ich hab sie doch, geh halt. Ach so, ah, okay, ich verstehe. Du kannst dich mal verziehen da oben. Jetzt fehlen 2 Sachen, und zwar zum Beispiel die Schuhe und der Rucksack. Okay, und jetzt gehen wir damit darüber. Ah, ich verstehe, wie das funktioniert. Okay, okay. Ach, das Viech da oben ist nur, dass ich nichts sehe. Okay, Rucksack, 2 Kannen und... Ach so, jetzt muss ich komplett füllen. Also Rucksack, 2 Kannen, 2 Dosen meine ich natürlich. Und einmal Schuhe und rein da. Das war's. Sehr schön. Das kann ich mir aber vorstellen, wird sehr stressig, wenn man das mal richtig spielt und es dann schneller wird alles, ne? Wenn man dann da bei Level 40 oder so ist und dann ist der Boss auf dreifacher Geschwindigkeit, das ist dann stressig. So, auch dieser Bug ist entfernt. Das sieht doch gleich viel besser aus. Hihihi. Mona ist jetzt mit dabei. Jawohl. Was auch immer die Münzen bringen, werden wir noch sehen. Ah, jetzt habe ich schon zur Auswahl, mit wem ich weitermache. Die Ninjas sind noch nicht dabei. Okay, alles klar. Die kennen wir alle noch nicht, ne? Die haben wir alle noch nicht, glaube ich, gesehen. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube, wir hatten die Ninjas noch gesehen in der Demo und hatten wir von denen noch? Nee, ich glaube nicht. Oder hatten wir ihn? Wir hatten, nee, das UFO hatten wir noch. Genau, das UFO hatten wir noch. Okay. Aber eins würde ich sagen, machen wir noch in dem Part. Wir sind bei 20 Minuten. Eines geht noch. Die gehen ja schnell, die einzelnen Abschnitte. Wen nehmen wir denn? Wir nehmen mal ihn, der ist ja neu. Also die sind ja alle neu. Die sind ja alle neu, von daher. Technologie. Schwimme ich? Fliege ich? Ich hab's.
Okay. Hallo! Hallo, Doktor. Ich weiß nicht, wie man den ausspricht. Qui-Gor? Ich nenne ihn jetzt Qui-Gor. Wenn man ihn Krigor ausspricht oder so, sorry, aber ich nenne ihn Qui-Gor. Was ist zum Gallium geht hier vor? Oh, Gallium. Das würde Techie gefallen. Ja, Dr. Qui-Gor. Hier spielt die Musik. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass mein Level derart ruinös aussah. Hey, Qui-Gor! Oh, ihr seid auch alle hier. Wie merkwürdig. Dr. Krüger. Oh. Krüger. Krüger. Okay, Dr. Krüger. Meinetwegen. Dieser Erfinder ist solch ein Genie, dass er sich kurzerhand und eigenhändig in einen Roboter verwandelte. Der Dr. Krüger. Okay, er hüpft. Ah ne, er schwebt. Er schwimmt. Man weiß es nicht so genau. Ah, ich kann also... Okay, kann ich mit ihm laufen? Ah, ich kann... Okay, also... Gut, er schwebt halt durch die Luft. Ja, okay, alles klar. Und wenn ich loslasse, dann... landet er wieder dort. Ah, okay, I see. Alles klar, Krüger. Mein Level wirkt defekt. Irgendeine Idee, woran das liegen könnte? Ja, es scheint alles das Werk von Spielbugs zu sein. Spielbugs? Wunderbar. Die würde ich zu gerne einmal unter die Lupe nehmen. Ha? Ich glaube, der Kerl müsste selbst mal unter die Lupe genommen werden. Ha, ich wusste, was für ein Text kommt. Okay, so. Ich hätte gern Mona dabei und Cricket. Dann nehmen wir jetzt die anderen zwei. Passt. Experiment ab. So, nächste Cutscene für Krüger. Okay. Ja, dann legen wir mal los. Okay, der lilane Dings hat's angezeigt. Ach so, bei dem lilanen Dings soll ich einsteigen dann. Ja, Leute. Okay, ihr habt's verstanden. Nächstes Mal machen wir's richtig. Okay, das können wir schon. Ah, nee, rüber, jawohl. Ah, ich wollte, okay. Der sieht super aus. Natürlich. Ausweichen. Das war nicht schnell genug. Ab aufs Foto. Aber Foto, ach so, ja, ja, verstanden. Stern auf Herz. Ach nicht, erst Stern, dann Herz. Ah, ja, okay. Aufsammeln. Nein, rüber, du musst da rüber, du musst da. Ja, ist ja, oh, gerade so. Puh. Ab zur Station. Rüber da mit euch, jawohl. Sehr schön. Easy. Faszinierend. Ringe durchfliegen. Oh.
Jawohl. Aufgepasst. Geschenk, was? Gut oder schlecht? Schlecht. Okay. Und schneller. Aber wenn er nur eine Spinne gerne gehabt hätte? Ah, das ist das Ding, das kennen wir auch schon. Da wird gleich wieder der Boss kommen. 13 sind wir schon. Hä, wie aufziehen? Ach, da! Oh, shit, da war zum Drehen, okay. Ja, okay, ein Leben für den Boss, das wird ja lustig. Greifen. Okay. Zusammenfügen. Okay. Ach so, wie es aus... Ah, ich baue Sushi. Jetzt habe ich es erst gerafft. Hey, komm her! Okay, das ist das da. Das war kein Telefon, aber okay, gut, wir haben den Boss geschafft. Für die Wissenschaft. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, wie gesagt, Story-Modus in WarioWare ist noch nie so das große, schwierige gewesen, ne? Also das dürfte jetzt echt recht fix gehen. Haha, habe ich jetzt nicht gesagt, ich bin ein Genie. Achso, das ist eher egal. Krüger ist jetzt mit dabei. So. Prima. Dann werden wir nächstes Mal uns um den Rest kümmern, was hier noch so kommt auf dieser Insel. Und dann kommt wahrscheinlich die nächste Insel. Denn es sind ja noch viele Charaktere übrig nach denen, die hier, ne? Das ist ja noch lange nicht alles. Gut, ich bedanke mich an der Stelle aber mal fürs Zuschauen und hoffe, es hat euch soweit gefallen. Ja, wir werden das jetzt abwechselnd mit Isaac immer so ein bisschen machen. Ich habe zwar schon viel Isaac hochgeladen wieder, aber damit ich da nicht zu sehr jetzt... Ich kann es im Moment nicht wirklich so machen, dass ich zwei Folgen an einem Tag mache. Weil jetzt fängt gleich wieder Schule an und dann habe ich irgendwann wieder Probleme mit Parts und dann machen wir es lieber so. Ne? Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.